Willkommen bei uns im Bauhaus-Workshop. Wir wollen heute unser Gartenhaus um eine WPC-Terrasse erweitern. Das Coole an unserem WPC ist, es ist recycelbar, stabil und nicht so wartungsintensiv wie Holz. Na, dann lass nicht so lange quatschen, lass uns loslegen, Erik. Auf jeden Fall, das geht's. Wichtig ist natürlich die Planung. Macht euch mit den Gegebenheiten vertraut. Was brauche ich eigentlich für Material und wie viel vor allen Dingen? Erik, brauchen wir hier einen Unkrautvlies? Normalerweise schon, aber da wir Betonplatten haben, brauchen wir das nicht. Gut, dann lass uns doch einfach mal Breite und Tiefe ausmessen. Genau. Hast du bis zur Kante? Bis zur Kante. Ah. Wichtig ist, dass wir uns hier Schritt für Schritt an die Anleitung vom Hersteller halten. Deswegen würde ich sagen, beginnen wir einfach mal mit dem Anzeichnen. Wichtig ist, dass wir 2 cm vom festen Gebäude weg sind und dass die Diele maximal 3 cm übergucken darf. Heißt, wir machen bei 5 cm unsere Markierung. Unser Untergrund hat ein Gefälle von 2%. Achtet darauf, dass er auch schön sauber ist, keine Steinchen rumliegen und schmutzfrei ist. Ein Gefälle ist natürlich wichtig, damit das Wasser nicht nur abfließen kann, sondern damit die Terrasse auch schneller trocknet, den Dreck abspült und damit der Dreck sich natürlich nicht auf der Terrasse absetzen kann. Tut euch einen Gefallen, haltet euch wirklich an die Angaben vom Hersteller. Es gibt ja verschiedene Varianten, manche bieten auch einen Konfigurator an. Erik, wir haben alles fertig konfiguriert, wir wissen, was wir brauchen. Jetzt können wir endlich alles bestellen. Endlich. Bevor wir jetzt anfangen zu arbeiten, haben wir das Werkzeug, was wir dafür brauchen, vorbereitet. Einmal eine Kappsäge mit den entsprechenden Sicherheitseinrichtungen, eine Metallsäge, eine Wasserwaage und einen rechten Winkel, verschiedene Bohrer und Bits. Um immer wieder sicher zu gehen, müssen wir nachmessen mit einem Zollstock oder einem Maßband. Es gibt verschiedene Materialien, die ihr für die Unterkonstruktion verwenden könnt, zum Beispiel Holz, WPC. Wir haben uns für Alu entschieden. Das trägt kaum auf, verrottet nicht und lässt sich natürlich leicht verlegen. Unser Material ist gekommen. Checkt nochmal, ob ihr das auch in richtiger Anzahl bekommen habt und dann beginnen wir mit der Montage. Und dann legen wir unser erstes Unterlegpad und darauf dann die Schiene zur Markierung. Oh, jetzt messen wir uns die Stelle des nächsten Pads aus, 45 cm, so wie in unserer Anleitung, und legen uns dann unser Pad auf unsere Unterkonstruktion. Nur mal so als Tipp für euch da draußen, wenn ihr ein Maß habt, was sich ständig wiederholt, schneidet euch eine Leiste zurecht und somit könnt ihr euch enorm viel Zeit sparen. Dann habt ihr genau den richtigen Abstand immer wieder. Ganz wichtig zu Beginn ist, dass wir es parallel zur Hauswand verlegen. Das heißt, wir achten natürlich darauf, dass es immer vorne, Mitte und hinten 5 cm vom Haus weg ist. Ich bin bereit. Also ich suche mir so ungefähr genau die Mitte, ne? Die Mitte von der Schiene, das ist klar. So die Mitte vom Pad und achtet natürlich darauf, dass ihr im 90-Grad-Winkel seid. Ich bohre jetzt durch die Aluschiene, durch das Pad, durch bis zu dem Betonboden, damit ich dann auch eigentlich genau weiß, wo der Dübel später eingesetzt wird. Mal überprüfen, dass es schön bündig ist. Jetzt ist angezogen, ne? Fest. Ja, perfekt. Okay. Wenn wir die Schienen aneinander legen, darauf achten, dass ein bisschen Luft dazwischen ist, damit das Aluminium arbeiten kann. Wir haben jetzt unsere erste Schiene hier befestigt und die zweite Schiene soll natürlich parallel dazu verlegt werden. Wir haben es uns ein bisschen leicht gemacht und haben uns einfach schon mal das passende Maß zurechtgeschnitten. Die Maßeinheiten entnehmt ihr bitte wieder den Angaben des Herstellers. Falls der Abstand zu groß gewählt würde, dann könnte es passieren, dass die Diele sich zum Schluss durchbiegt oder auch schwingt, wenn man drüber läuft. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Wichtig ist nicht nur, dass die Schienen parallel zueinander laufen, sondern auch in einem rechten Winkel. Dazu habe ich hier einen Zimmermannswinkel. Halte den hier auch ran und überprüfe mich, dass es wirklich winklig ist und die Terrasse später auch nicht schräg verläuft. Jetzt sägt ihr euch die Aluprofile zurecht, dann könnt ihr auch später richtig metern. Wir haben ja
mehr als 2,50 Meter und so wird. Letzte Schraube, endlich fertig. Wow. Jetzt im Nachhinein betrachtet, haben wir es doch ganz gut hinbekommen. Jetzt geht's aber an Stielen verlegen, oder? Ja, nicht mehr bohren, Schrauben ablenken, einmal reinklipsen nur und los geht's. Als nächster Schritt werden unsere Anfangs- und Endclips an der Aluschiene bündig montiert. Beim Anfangs- und Endclip ist es wichtig, dass er bündig und fest nach dem Schrauben ist. Okay. Unsere Anfang- und Endclips sind jetzt alle montiert. Ja, dann können wir auch die erste Diele verlegen. Ich werde jetzt die Dielen mit der Kappsäge auf die richtige Länge zurechtsägen. Denkt bitte an eure persönliche Schutzausrüstung und dass auch die Diele eine Auflagefläche hat, die auf demselben Niveau der Kappsäge ist. Na, so schwer sind die eigentlich gar nicht, oder? Finde ich auch, die gehen voll klar. Ja, ne? Bei dir ist auch drin, oder? Ja. Super. Als nächstes kommen die Montageklammern. Die sind ziemlich einfach erklärt. Wir haben eine Zuhe-Seite und eine Seite mit einer Feder. Man hat drei Halter und ich würde euch empfehlen, dass die zwei Halter zur Diele hinzeigen. Erstmal verletzt euch nicht und ihr habt es mit der Montage einfacher. Die Montageklammern an sich sind ziemlich lose und das soll genauso sein. Denn im Sommer dehnen sie sich aus und im Winter ziehen sie sich zusammen. Okay, alles klar. Jetzt versteh's. Ja, bei mir ist bündig, genau. Ja, ist schon drin. Bei mir auch. Aber was ich auch sagen muss mit den Clips, das ist echt genial, oder? Ja, es geht richtig zügig, ne? Du kannst hintereinander wegarbeiten. Genau. Bei dir passt? Ja. Jetzt kommen wir zum letzten Schritt unserer Terrasse. Der Anfang- und Endclip wird hinten an unsere letzte Diele angelegt, mittig befestigt, schräg vorgebohrt und dann einfach verschraubt. Der Hammer, wir haben es geschafft. Oh Mann, ja wirklich. Und weißt du, was das Schönste ist an der ganzen Arbeit? Das Ergebnis. Auf jeden Fall. Und wenn euch unser Video gefallen hat, dann das Like nicht vergessen. Wir sehen uns im Bauhaus-Workshop. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss mit Ö und wieder schauen und reingehauen. Wie hält man so eine Terrasse eigentlich langfristig sauber? Eigentlich ist es ganz einfach. Du kannst einen Schrubber und Wasser nehmen. Hochdruckreiniger würde ich gar nicht so empfehlen. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Da könnten sich die Fasern irgendwie hochstellen. Und falls sich doch mal grüner Belag bilden sollte, gibt es speziellen WPC-Reiniger. Krass, cool.